Hey Leute, herzlich willkommen zum neuen Video hier von mir, und zwar heute das angekündigte Bug-Smart-Tutorial. Und wenn ich jetzt schon hier F2 drücke, dann seht ihr ja, öffnet sich Bug-Smart, und das macht im Prinzip auch mein Auto so schwarz, weil mich ja immer viele Leute im Stream fragen, wie mache ich mein Auto schwarz und was sind das für Räder. Und ja, genau, deswegen möchte ich euch heute zeigen, wie ihr das auch machen könnt. Ganz wichtig am Anfang schon, ihr könnt das nur haben, wenn ihr Rocket League am PC spielt. Und Bug-Smart macht nicht nur Items, weil man hat ja hier das ganze Menü, man kann hier ganz viele verschiedene Sachen einstellen. Das sind halt Sachen, die man im Training, weil, ach, das kann ich euch auch kurz zeigen. Wenn ihr hier quasi im Training seid, dann könnt ihr, wenn ihr eben zum Beispiel jetzt eine Pfeiltaste beim Controller drückt, euch den Ball so hin und her spielen und auch mal den Ball hier auf euch vorlegen, wenn ihr irgendwie Ground-Dribbling oder so üben möchtet, dann habt ihr halt immer eine gute Vorlage, sag ich mal. Dann könnt ihr zum Beispiel 360s oder so mit dem Ball üben oder alles mögliche eben. Da muss man nicht immer ständig zum Ball fahren, weil man sich den einfach herholen kann. Und das macht das Training auch ein bisschen angenehmer. Dann kann man hier eben im Game noch sein Game Speed ändern. Also das ist alles natürlich nur im Training, das geht nicht im Online-Match. Da benutzt man eigentlich nie irgendwas. Hier benutzen noch die meisten bei Ranked die andere Goal Replays. Das ist ja auch das, was viele sich fragen, wie man das macht, dass man diese andere Anzeige hat, wenn man ein Tor schießt. Und das ist eben auch vom Bug-Smart, das kann ich euch kurz zeigen, wenn ich jetzt hier ein Tor schieße, dass eben diese andere Wiederholungskamera da ist, oder wie man das auch nennen möchte. Hier diese. Das ist eben auch vom Bug-Smart. Und ja, dann haben wir hier so noch seine Bindings machen, wenn ich jetzt zum Beispiel die Sachen umbinden möchte, dass ich die auf einer anderen Taste hätte, was aber vielleicht nur auf Maus und Keyboard Sinn machen würde, das umzuändern. Und dann gibt es noch Plugins, die kann man auch von Bug-Smart runterladen. Zum Beispiel, welches ich ganz witzig finde, ist der Rainbow Plugin, das dann einfach Rainbow Farben hat. Das habe ich zwar ein bisschen übertrieben eingestellt hier gerade, aber man kann sich das auch ein bisschen langsamer machen und dann ändert sich ja halt die Farbe die ganze Zeit vom Auto. Damit könnte ich auf jeden Fall nicht spielen, aber es ist auf jeden Fall lustig mal zu sehen. Deswegen habe ich mir den auch geholt. Und keine Ahnung, dann gibt es auch Hitbox-Plugins. Wenn ich jetzt hier, dann sieht man die Hitboxen vom Car. Das geht, glaube ich, soweit ich weiß, auch nicht in einem Online-Match. Das geht auch nur im Training. Ich weiß auch nicht, was das nämlich in einem Online-Match bringen sollte. Aber so kann man sich eben mal die Hitboxen anschauen. Das kann ich euch auch gleich zeigen, wo man sich die Plugins holen kann, weil das eigentlich auch nicht schwierig ist. Gut. Dann würde ich sagen, zeige ich euch gleich mal, wie ihr das runterladen könnt. Und um das runterzuladen, geht ihr einfach in euren Browser oder was auch immer, ich hier halt in Chrome. Und dann sucht ihr einfach mal Bug-Smart. So wird's geschrieben. Und dann sehen wir auch schon hier, Bug-Smart. Jetzt downloaden und klicke hier zum Downloaden. Und fertig. Also, das ist echt kein schwieriges Thema hier, ne? Hier sind wir auf der Bug-Smart-Seite, da kann ich euch auch kurz zeigen, wo man die Plugins findet. Und zwar unter dem Reiter Plugins natürlich, ne? Und da gibt es dann die verschiedenen Sachen. Zum Beispiel, so dass du hier deine MMR unten anzeigen lassen kannst. Oder das Regenbogenauto, was ich euch eben vorhin gezeigt habe. Da gibt es echt einige Sachen. Und wenn ich jetzt hier auf Plugins durchsuchen gehe, dann findet man hier auch ein bisschen mehr. Also hier auch die Sitbox-Plugin. Und ja. Banner anscheinend jetzt auch, vielleicht hole ich mir das auch mal und gucke da auch mal rein, weil Banner wäre eigentlich auch nicht schlecht. Und anscheinend auch Alpha-Konsole für Bug-Smart. Also da gibt es einiges, was man sich angucken kann. Vielleicht funktioniert nicht alles, aber es kann schon sein, dass es auch funktioniert. Und wenn ihr euer Bug-Smart runtergeladen habt, dann geht ihr einfach auf euren Ordner, auf Downloads und öffnet eben den Bug-Smart-Ordner, macht den auf. Und es kann sein, dass euer PC sagt, ja, er wird geschützt und so, aber ihr braucht euch keine Sorgen machen, weil Bug-Smart, ich sehe es, ich habe es hier auch schon drauf und da passiert gar nichts. Also ihr geht dann einfach auf trotzdem ausführen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich jetzt das nochmal mache. Ja, also ich habe es schon installiert. Also danach erklärt sich eigentlich alles von alleine. Und dann öffnet sich wahrscheinlich Bug-Smart. Und Bug-Smart stellt am Anfang hier immer Fragen. Also wenn ich jetzt Bug-Smart schließen würde und es wieder öffne, dann checkt er erst Updates. Und jetzt wartet er, bis ich Rocket League gestartet habe. Und dann starte ich Rocket League. Dann seht ihr direkt, dass es versucht zuzugreifen und jetzt schon bei Rocket League funktioniert. Also sobald der F2 In-Game-Menü dran steht, funktioniert es eigentlich schon für Rocket League. Und dann geht ihr einfach in Rocket League rein.
drückt F2 und dann öffnet sich das Menü. Und damit ihr euer Items benutzen könnt hier, ist ganz wichtig, hier oben den Haken reinzusetzen, weil sonst kannst du hier unten nichts verändern. Nur das Ding rumschieben und das bringt dir ja gar nichts. Deswegen gehst du hier oben auf Enable Item Mod und dann kannst du hier, um deine K-Farbe zu ändern, weil das ist jetzt quasi die Farbe, die ich vorher drauf hatte. Sieht man ja hier, ne? Und wenn ich jetzt das anmache, Override Car Colors, dann kann ich eben hier die Farben beliebig ändern. Da kannst du dir wirklich raussuchen, was du möchtest. Ich nehme mir da immer so eine Schwarz, weil es eigentlich sehr clean aussieht. Genau. Und man kann sich sogar hier unten so ein paar Sachen laden, also ein paar Presets, damit du einfach einen Code von jemandem bekommst. Und auf Buckets Mod seiner Seite gibt es auch noch ein paar Car Designs hier. Und da kann man sich dann auch einfach die Codes raussuchen lassen. Das ist eigentlich ganz entspannt. Genau. Und das war's eigentlich auch schon. Also das ist echt nicht schwierig mit Buckets Mod. Ich denke mal, dass das jeder von euch hinbekommt. Und ja, genau. Und was vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen ist, ist, wenn Rocket League ein Update bekommt. Das bedeutet einfach so ein Update, wenn irgendwas Neues hier ins Spiel reinkommt. Dann kann es sein, dass Buckets Mod erst am Anfang nicht funktioniert, weil Buckets Mod eben darauf auch eine neue Version braucht und das geht halt nicht von jetzt auf gleich, sondern das dauert auch eine Zeit lang. Und ich hatte auch mal das Problem, dass zum Beispiel bei Tobi hat Buckets Mod funktioniert, aber bei mir nicht. Und dann habe ich einfach komplett Buckets Mod neu installiert und das immer wieder probiert, bis es funktioniert hat. Also es kann sein, dass es ab und zu nicht klappt, aber wenn man das öfter neu installiert, sollte es eigentlich funktionieren. Und nach Updates, wie gesagt, einfach ein bisschen warten, bis dann eine neue Version von Buckets Mod rauskommt. Ihr könnt es dann auch einfach hier updaten lassen von Buckets Mod. Das kann ich auch zeigen. Wenn ihr hier hingeht auf File und dann könnt ihr hier Check for Updates machen. Und dann sagt er dir, dass alles funktioniert. Also wenn er direkt wieder ins Game reingeht, passt alles. Aber wenn der da ein neues Update hat, dann lädt er das eigentlich automatisch mit runter. Auch vorhin, als ich online gekommen bin, mein PC gestartet habe, hat Buckets Mod auch sich ein neues Update gezogen, weil da immer wieder was Neues eben rauskommt, ne? Und ja, das war's dann eigentlich noch. Ich könnte noch zeigen, wie man Plugins installiert. So, bei Buckets Mod kennt ihr ja das Menü jetzt bereits. Und dann gehen wir auf Plugins und keine Ahnung, was wir uns jetzt hier holen. Plugins durchsuchen hier oben und ich weiß nicht, ich wollte mal so einen MMR-Anzeiger hier haben, aber ich weiß nicht, welcher besser ist. Ist jetzt auch egal, ich nehme einfach den hier. Mit Buckets Mod installieren, Plugin-Installer öffnen. Hier müsst ihr dann gar nichts machen, öffnet sich einfach ein Dokument. So, wenn dann das hier unten dran steht, dass es installiert ist, könnt ihr es einfach schließen. Und ja, das war's dann eigentlich auch schon. Dann geht ihr ja wieder in Rocket League rein. Und dann könnt ihr schon hier links sehen, dass es funktioniert hat. Also ich kann das Safe hier auch wieder ausmachen bei Plugins. Was ist das hier? Ja. Da kann ich einfach. Kann es auch einfach verstecken. Okay. Also das ist ganz entspannt. Ich kann es sogar hier verschieben, oder? Ja. Nicht schlecht, okay. Na gut. Genau. So könnt ihr noch Plugins runterladen. Und das war es eigentlich schon. Ich denke mal, das mit dem Autos holen, das werdet ihr, glaube ich, schon hinbekommen. Sagen wir mal, wir wollen jetzt diesen Octane haben. Dann habt ihr hier den Code. Den kopiert ihr einfach. Geht in Rocket League rein. F2. Items. Ich mache mir jetzt ein neues Preset dafür. So, ist ein toller Name. Zack, gehen wir da drauf. Hier auf Load. Eingeben und fertig. Ihr habt das Auto. Also, das kriegen wir schon hin, denke ich. Gut. Das war's dann mit dem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß damit und ciao, ciao.